Hallo, hallo aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Angela Isfording, Referentin für Lateinamerika hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bin hier zusammen mit der Sozialökonomin Sandra Quintela, der brasilianischen Organisation PAX, einer Partnerorganisation der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Sandra. Hallo. Wir werden das Interview auf Deutsch machen. Ja, Das ich versuche es. das wird schon klappen. Und wollen über das Stahlwerk von ThyssenKrupp in Rio de Janeiro reden. Bevor wir anfangen mit dem Interview, gebe ich ein paar Fakten. Für die, die noch nichts davon gehört haben, das Stahlwerk von ThyssenKrupp liegt an der Bahia de Sepetiba im Bundesstaat Rio de Janeiro. Seit seinem Baubeginn 2006 wurde das Werk von unzähliger Rechtsverletzungen beschuldigt, also ThyssenKrupp. Trotz fehlender Betriebsgenehmigung nahm ThyssenKrupp das Werk im Juni 2010 in Betrieb. Seitdem kam es dreimal zu massiven Emissionen von schwermetallhaltigem Staub. Das Erdreich und das Wasser sind verschmutzt, Mangrovenwälder wurden abgeholzt. Während deutsche und brasilianische Politiker das Projekt hochlobten und die brasilianische Regierung den Konzern mit Steuererleichterungen und Krediten unterstützte, gingen die Anwohner der Bahia Sepetiba auf die Barrikaden. Die lokalen Fischer waren die ersten, die durch die Hafenausbaggerung und Wasserverschmutzung bis zu 80% Einbußen beim Fischfang beklagen. Es folgten die AnwohnerInnen, die ThyssenKrupp für Husten und Augenreizungen sowie einen Anstieg von Allergien verantwortlich machen. Dazu kommen wirtschaftliche Fehlschläge, die durch schlechte Planung, schlampige Bauweise, die Wirtschaftskrise und eine Reihe von Strafzahlungen hervorgerufen wurden. Allein im vergangenen Jahr musste ThyssenKrupp Abschreibungen von 2 Milliarden Euro auf das Werk vornehmen. Die AnwohnerInnen haben in den letzten Jahren eine beispiellose Kampagne geführt, was sowohl in Brasilien als auch in Deutschland dazu geführt hat, dass die Unterstützung für das hochtrabende Projekt rapide schwindet. Heute möchte ThyssenKrupp den Konzern eigentlich das Werk abstoßen und auch darüber wird Sandra uns was sagen. Sandra, ich habe das ganz kurz zusammengefasst, um Zeit zu sparen. In welcher Situation, was sind die Punkte, die du hervorheben würdest, befindet sich Ja, ich das Werk glaube, heute? du hast eine sehr gute so Zusammenfassung gemacht. Und heutzutage die Situation ist so, dass wie du sagst, die TK möchte das verkauft und sagt, dass wenn die verkauft würde, dann Hände die Wasche. Wasche die Hände, das heißt, hast nichts mehr zu tun. Und dass unser Kampf jetzt ist, dass dieser Verkauf zu Verhindern. verhindert. Weil es gibt ein Passiv, es gibt eine Verschuldung dort. Nicht nur die finanzielle Verschuldung. ThyssenKrupp hat mehr als 1 Milliarde so Euros, das ist 2,5 Milliarden Reales von der staatlichen Bank BNDES Kredit bekommen. Hat keine Pfennig bezahlt von diesem Kredit und auch es gibt auch hat keine Steuer bezahlt. Auch das ist, wir haben das gerechnet, das ist fast auch 1 Milliarde Euro, das ist die Steuervernichtung, nicht bezahlte, so Erleichterung. Und das heißt, das ist nicht nur das, auch die Sozialverschuldung, wir nennen das. Das heißt, die Verschuldung, dass die TKCSA hat mit der Bevölkerung von Santa Cruz, von Bahia de Sepetiba, weil von die Kontamination, das Wasser, die Luft und so weiter und die Arbeitsstelle von den Fischerleuten da kaputt gemacht hat, das ist auch eine ökologische Verschuldung. Deswegen, die Situation heute ist sehr so unsicher, weil wir denke, dass wenn die TKCSA wurde es verkauft, weil wir versuchen jetzt, das nicht zu erlaubt, weil wir machen Druck gegenüber der Bank, der BNDES, weil die BNDES nicht erlaubt diese Transaktion. Aber wenn die neue Verkauf kommt, er muss auf TKCSA hatte so auch eine Verschuldung dort. Wie ich gesagt habe. Dann die Situation ist, der Einwohner lebt unter diesem Staub und das ist total schrecklich. Jeden Tag, du siehst die Kinder, du siehst die alten Damen, die alten Herren und so weiter, das sind die mehr betroffenen Leute, die alten Leute und die Kinder mit der Allergie und so weiter. Und das ist eine sehr grausame Situation dort. Das ist echt, du siehst die Leute
Jeden Monat, wenn du eine Person siehst, du siehst, dass diese Degradierung von dieser Person jeden Tag. Und das ist echt sehr kompliziert und nicht, können wir nicht akzeptieren, dass der Vorsitzende der ThyssenKrupp hier sagt, wir werden eine neue Zukunft empfangen. Vergangenheit ist Vergangenheit. Nein, Vergangenheit ist nicht Vergangenheit. Vergangenheit ist heute und morgen. Und wir werden weiter kämpfen, damit die ThyssenKrupp diese Reparation in Brasilien zahlen. Was sind denn die rechtlichen Grundlagen dafür? Du sagst, es ist wichtig, dass die Bank das nicht zulässt. Gibt es noch andere rechtliche Mittel, um den Verkauf zu verhindern? Guck mal, die TKCSA, die haben mehrere Prozesse, mehr juristische Prozesse in Rio de Janeiro. Das ist nicht nur der Art-Prozess, dass die Fischer-Leute gegen die TKCSA schon seit 2007 in die Justiz haben, um die Reparation zu fördern und so weiter. Es gibt einen Prozess. Die Wiedergutmachung oder die Wiederbelebung der Bucht. Ja, genau. Mhm. Und Wiederbelebung der Bucht, aber auch Reparation für die Familien. Die andere, der zweite, ist ein Kriminalprozess. Wegen dieser Regen von Staub, die erste, die war im Juli 2010. Ein Strafprozess. Strafprozess. Das fördert 19 Jahre im Gefängnis für die drei Direktor von TKCSA. Das läuft auch in der Justiz. Es gibt andere Prozesse von den Ombudsmen, von der Stadt, von mehr als fast 300 Familien, die in Santa Cruz auch klagen gegen die Unternehmen. Dieser Prozess geht weiter. Und sogar der staatliche Anwalt sagt, der neue Käufer muss auch diese Dinge erben. Und gleichzeitig, dass der KCSA auch muss weiter diesen Prozess beantworten. Auch. Das ist nicht nur, dass es verkauft, okay, ciao, adeus, hasta nunca más. Bis nie mehr. Aber ihr habt trotzdem Angst, wenn es verkauft wird, dass sich dann ThyssenKrupp aus der Verantwortung ziehen wird. Ja, deswegen sehr, sehr wichtig, die Unterstützung hier in Deutschland. Mhm. Ich meine, hier muss auch Druck gegenüber ThyssenKrupp hier, weil die sollen nicht vergessen. Die müssen einfach vergessen, okay, jetzt wir sind sehr verantwortlich, wir werden eine neue Zukunft und wir haben, okay, wir haben Fehler gemacht und wir sind jetzt die Könige der Transparenz und jetzt, nee, das geht nicht. Ne? Und ich hoffe, dass hier in Deutschland auch diese Unterstützung, die wir immer bekommen haben, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung immer geleistet haben, hat die viel Unterstützung, auch Gruppen wie FDCL, Cobra und so weiter, hat viel, die Linke im Parlament hat viel geholfen, nicht nur hier im deutschen Parlament, aber auch im europäischen Parlament haben wir auch dort eine Audienz gemacht, so eine Anhörung. Anhörung gemacht. Und das heißt, dass diese Unterstützung hier in Deutschland, in Europa, ist sehr, sehr wichtig. Weil irgendwie, wenn hier der Druck von hier kommt, hat viel mehr Macht dort. Für die Regierung. Die Regierung fühlt sich gedrückt und auch die Presse bei uns, alles. Das ist total andersrum, wenn von hierher kommt. Und wir hoffen, auch wenn die Verkaufen schafft, das geht weiter. Wir überlegt jetzt, wir sind gerade in diese Augen der Hurrikan. Wir sind gerade jetzt in die Augen von dem. Es ist so, und wir sagen immer, das ist wie ein Schachspiel. Mhm. Wenn du bewegst ein Stück hier, du musst denken, welche Konsequenz hat diese Bewegung für die andere Stück. So ist unser Kampf dort. Sandra, du bist mir ein bisschen vorhergekommen. Erklär doch nochmal, wer sind wir? Also wer sind die Organisationen, die diesen Kampf gegen das Stahlwerk und für die Wiedergutmachung tragen? Ja, wir sind mehrere Organisationen, ne? In Rio und in Brasilien auch. Es gibt verschiedene Vernetzungen und es gibt auch Bewegungen wie Landlosbewegung sind auch in diesen Kämpfen, die Frauenbewegung sind in diesen Kampf, die Gewerkschaft von den erziehenden Leuten, die Leute, die arbeiten mit den Erziehungen, ist in diesen Kämpfen, Bildung. Viele verschiedene Sektoren.
auch ein paar Abgeordnete auf Lokalebene, auf staatlicher Ebene, auf Bundesebene, auch die zusammen sind. Es ist eine Universität. Mehrere, nicht nur Professorinnen, aber auch es gibt mehrere Programme, die jetzt in diese Fall tätig sind. Das heißt, das ist ein sehr breites Spektrum von Unterstützern und auch von Militanten, die in diese Kämpfe ist. Aber hauptsächlich die Einwohner, die dort sich organisiert. Und ich muss sagen, dass die Organisation von diesen Leuten nicht so einfach ist. Das ist ein Gebiet, wo die Milizen ist wie Paramilitär oder Lukavia, oder? Milizen. So, das ist so eine bewaffnete Gruppe, die nicht zeigen die Waffen, obwohl nicht, das ist versteckt irgendwie, aber die sind sehr gewalttätig. Sehr gewalttätig. Und dann diese Leute irgendwie, die dort wohnen, das ist sehr bekannt. Dass diese Gebiete in Rio total beherrscht, nicht von Also nicht von Drogenhandel. Drogenhandel, sondern von diesen Milizen. Das ist so. Und das heißt, es gibt Gruppen, zum Beispiel dort, jede Gruppe hat ein Signal. Es ist so grausam zu sagen, aber eine schießen nur in Herz, andere schießen nur in Kopf, irgendwas. Das ist ihre Marke, ihr Signal. Eine Gruppe, die dort tätig ist, die ermordet eine Person und nimmt die Herz auf, zum Beispiel. Das ist die Marke. Das ist echt grausam. Sandra, aber in wessen Interessen handeln diese Gruppen? Das Ah, ist ja das die ist. organisierte Kriminalität, Na, und die aber. kontrolliert die Wirtschaft, Lokalwirtschaft, zum Beispiel Alternativverkehrsmittel, diese Gaslieferung. Auch illegal Fernsehkabel, die hat eine sehr stark politische arm auch. Die hat Abgeordnete, das ist wie die Mafia, die italienische Mafia. Und haben die Interesse an dem Stahlwerk oder haben die einfach nur kein Interesse daran, dass sich die Leute organisieren? Na, die haben, in 2009, wir haben wie heißt das, Audienz? Anhörung? Anhörung gemacht im staatlichen Parlament. Und diese Anhörung, ein Fischer hat genau Beweis mit Fotos und so weiter, dass der Vorsitzende des Sicherheitsunternehmens Unternehmens. von ThyssenKrupp damals, CSA, war ein Mann von den Milizen. Und dieser Mann hat so amenazado. Bedroht. Bedroht. Und diese Fischer heute wohnt seit 2009 in andere Bundesstaat von Brasilien unter eine Schutzprogramm, Menschenrechtsschutzprogramm, seit 2009. Und er war eine Führer, so eine Leader, ne, von dieser Bewegung, von der Fischerbewegung. Seit 2009 muss er weggehen von Bedrohungen, Mordbedrohungen. Und das ist nicht einfach. Um diese Leute zu organisieren. Deswegen, es ist so wichtig, die Unterstützung von draußen. Nicht nur draußen von Santa Cruz, ne? Das ist unsere Arbeit, auch viel von Arbeit, die Pax macht, ist diese Brücken zu machen, neue Akteure von diesem Kampf zu bringen, diese veröffentlichte Meinung gegen diese Unternehmen auch zu bilden. Das ist hauptsächlich unsere Arbeit und auch die politische Bildung von dieser Gruppe, die dort widerstand. Die Fischer eine Seite und dann die Einwohner andere Seite. Viele Einwohner sind Fischer auch, ne? Und das ist so eine gemischte Gruppe. Aber ich glaube jetzt, seit 2010, wir haben viel mehr gearbeitet mit den Einwohnerinnen, weil das ist das Problem von diesem Staub und das ist total schlecht. Es gibt auch einen Zug, der Zug, die Erdstoff so liefert von den Minen zum Stauwerk. Dieser Zug, die kommt immer an die Nacht zum Beispiel und die bleibt die ganze Nacht bäh, 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 Lärm, Lärm, Lärm machen und die Leute können nicht schlafen. Das ist so eine psychische Bedrohung, weil das ganze Nacht ein Zug total laut mit Eisen.
und mit so diesem Lärm. Das ist nicht einfach für die Leute, die dort wohnen, echt nicht. Sag mal, du hast schon gesagt, also es ist eine ganz klare Forderung, dass die sich jetzt nicht einfach im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub machen. Mhm. Aber was soll, ich nehme an, die Bewohner wollen, dass das Werk geschlossen wird, was soll dann damit geschehen? Was ist, ja, was ist die Forderung? Ja, wir, da die Bewohner, die Bewohnerin sagt, dass die muss ein Entwicklungsprojekt da stattfinden, weil das ist überhaupt kein Weg, das ist nicht um die Entwicklung von den Menschen, die dort wohnen, auch nicht von Brasilien. Und weil es steht keine Gramme von dieser Produktion in Brasilien. Das ist 100% für Export. Die bezahlt keine Steuer. Die hat Public Kredit bekommen. Das heißt, das ist eine, wie er sagt auf Portugiesisch, Filet Mignon. So, das ist die beste Stück von dem Filet Mignon. Von Filet Mignon. Das ist, die bleibt nur mit Filet Mignon, ne, sozusagen, für die Leute, die Fleisch essen. Das heißt, die bleiben nur, und wir, die brasilianische Bevölkerung, die Leute, die dort wohnen, das ist Santa Cruz, dieser Bezirk von Rio de Janeiro, ist eine der schlimmsten Indikatoren human Entwicklung, von diese Indikatoren. Das ist eine der schlimmsten in Rio. Das ist, die Mehrheit der Leute sind Analphabet, die konnten nicht lesen. Das ist echt, diese Statistik ist in der Tat. Weil manchmal wir müssen zusammen lesen, etwas. Eine Gruppe von 8 Personen zum Beispiel, ein kann es lesen zum Beispiel, du kannst das merken. Das ist die Mehrheit der Leute, sind afro-brasilianische Leute, das ist auch Rassismus. Wir sagen, das ist die ambiental, Umweltrassismus. Und ich glaube, dass es scheint vor, dass die Leute möchten, dort eine Universität aufzubauen. Diese Region ist fast 60% der Territorium von Rio de Janeiro. Es gibt keine Universität. Nur eine kleine, die nicht so noch eine richtige Universität ist. Die möchten ein Campus Universitario. Ein ökologisch und technologisch. Das heißt, die hat eine ganze mit dem Fischerei zu tun hätte, mit der ökologischen Produktion. Diese Stadtteil von Rio de Janeiro produziert viele Nahrungsmittel. Das heißt, wo ThyssenKrupp, CSA, jetzt sitzt, das war eine einmalige Besetzung von Landlosbewegung. 60 Familien wohnt dort und produziert Nahrungsmittel. Das ist die Food-Souveränität ist auch in Gefahr, weil dort wurde Nahrungsmittel produzieren, nicht nur Gemüse, auch Fisch. Und jetzt ist diese Produktion total in Frage, so, es gibt kaum. Das heißt, es kann sein, es ist sehr schön, und wir hoffen, dass wurde auch in diesem Campus Universitário auch ein Museum von Entwicklung. Weil diese Art von Entwicklung muss in einem Museum sein, nicht in der Wirklichkeit. Mhm. Sandra, leider ist die Zeit vorbei. Ja. Ich danke für das Gespräch. Nochmal ganz zum Schluss, hast du noch eine letzte Message für das Publikum? Ja, Mensch, ich glaube, dass ich habe immer, ich sage das, weil das ist so wichtig. Wir sind jetzt so irgendwie gewohnt mit diesen Internet-Militanzen. Ne? Mhm. Du machst Klick hier in Facebook und du denkst, dass du machst die Revolution. Nicht, das ist nicht die Revolution. Ich glaube, wir müssen was machen. In konkret, in der Wirklichkeit, diese Wirklichkeit, die wir haben, wir müssen das ändern. Das geht nicht mehr. Das ist so viele Leute, die Opfer unter diesem sogenannten Entwicklungsmodell. Zum Beispiel jetzt in Brasilien, wir haben eine Krebsepidemie. Was hat Deutschland zu tun? Wo sind die Pestizide, dass Bayer oder irgendwelche Firmen nicht hier verkaufen können mehr? Weil die Leute hier möchten alles ökologische Nahrungsmittel essen. Wohin gehen diese Pestizide? Habt ihr schon darüber gedacht? Ja, wir sind in Brasilien jetzt die Weltmeister Konsumenten in Pestizid. 5 Liter per Kapita pro Jahr. 5 Liter pro Kopf im Jahr? Das ist deswegen, das ist eine Ursache vielleicht von dieser Krebsepidemie, die wir jetzt erleben. Wir müssen was tun. Das heißt, wenn ich sage, ich bin nicht die Brasilianerin hier, ich bin eine Person, ich bin ein Sitzer von dieser Welt und wir müssen zusammen kämpfen. Das haben wir nicht so viel Zeit. Danke, Sandra. Bitte. Ich bedanke mich.